Hallo und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu unserem Kabinengespräch. Heute mit einem Spieler, der gerade von der Nationalmannschaft kommt. Und was es damit auf sich hat und wie es war, das erzählt er uns am besten selber. Herzlich willkommen, Dennis Augo. Hallo. Dennis, 2 Tage wart ihr in München zusammen, alle Nationalspieler, alle, die zum Kreis und erweiterten Kreis gehören. Und da gehörst du ja auch dazu. Ihr hattet Marketing-Tage dort, habt gedreht mit verschiedenen Sponsoren. Was stand alles so auf dem Programm? Ja, es waren eigentlich relativ viele Sachen. Also jeder Spieler hatte so einen kompletten Ablaufplan. Das heißt, war eigentlich alles bis auf die Minute durchgeplant. Und ja, wir waren bei verschiedenen Shootings für die Sponsoren, sei es Bitburger oder Mercedes, haben da auch ein paar Werbespots gedreht. Und ja, es war auf jeden Fall sehr interessant, auch mal zu sehen, wie das so hinter den Kulissen läuft. Aber es war auch ein bisschen stressig, weil eben der Tag sehr voll war und ja, man einfach wenig Freizeit hatte. Aber dafür bin ich ja auch nicht nach München gefahren. Genau. Liegt dir eigentlich so dieses schauspielerische Talent, Modeling, Posing? Ich meine, beim Nutella-Werbespot bist du seit letztem Jahr dabei, da sehen wir dich schon. Liegt dir das? Eigentlich überhaupt nicht. Das ist nicht mein Naturell. Ich bin eigentlich sowieso nicht einer, der so gerne im Rampenlicht steht. Und schon gar nicht Schauspielern vor der Kamera, das ist überhaupt nichts für mich. Also ich fühle mich schon wohler, wenn ich eine Rolle habe, die so ein bisschen im Hintergrund ist, auch bei den Werbespots, wo ich jetzt nicht in erster Linie stehe, sondern so ein bisschen im Hintergrund bin, dass man mich zwar vielleicht sieht ein bisschen, aber ich muss nicht in vorderster Front sein. Aber ich weiß natürlich auch, dass es dazugehört zu dem Geschäft und deshalb habe ich eigentlich ganz gut gelernt, damit umzugehen. Aber Spaß macht es trotzdem ein bisschen, also wenn man auch gerade diese Nutella-Spots sieht. Ich weiß nicht, was ihr jetzt gestern alles genau gedreht habt. So ein bisschen Spaß und Flachserei ist bestimmt auch dabei, oder? Ja, selbstverständlich, wenn natürlich viele von den Jungs da auch dabei sind. Ich glaube, umso mehr dabei sind, desto mehr Spaß macht es auch. Aber wie ich schon gesagt habe, ich muss das nicht unbedingt haben. Aber es ist ein Ding, was auch dazu gehört und deshalb. Und du konntest wieder ein bisschen mit den Nationalmannschaftskollegen zusammen sein. Die letzten beiden Spiele warst du dabei. Ich denke, das ist einfach auch das großfristige und langfristige Ziel von dir, jetzt die EM 2012, oder? Ja, langfristig kann man ja schon gar nicht mehr sagen. Das ist ja schon mittelfristig. Ja, fast schon kurz, ja. In ein paar Monate, 2, 3 Monate, glaube ich. Mhm. Ja, natürlich ist das ein großes Ziel von mir. Ich war jetzt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren fast immer dabei, wenn ich fit war und hoffe natürlich, dass ich auch in der nächsten Zeit dabei sein werde. Es sind nicht mehr viele Spiele bis dorthin. Wir haben noch ein Spiel gegen Frankreich Ende Februar und ich hoffe natürlich, dass ich da auch dabei bin und ja, muss eben versuchen, mich über den Verein auch zu zeigen, dass ich in den Kader will und das wird auch meine Aufgabe sein, die nächsten Wochen und Monate. Das funktioniert ja im Moment ganz gut. Du bist in hervorragender Verfassung. Und selbst wenn man dieses Dortmund-Spiel noch mal kurz ansprechen mag, dann gab es auf jeden Fall von dir auch positive Akzente nach vorne. Also würdest du sagen, du bist gerade so ein bisschen, vielleicht nicht in der Form deines Lebens, aber einfach richtig gut drauf? Ja, ich fühle mich schon wesentlich besser. Ich habe, glaube ich, auch Anfang der Saison eine Phase gehabt, wo es mir auch sehr schwer fiel. Hatte auch privat ein paar Sachen aufzuräumen. Und ich glaube, das hat man auch gesehen, dass ich auf dem Platz irgendwie nicht frei war. Und, aber ich glaube, seit mehreren Monaten jetzt, ich glaube, es hat schon Ende der Hinrunde oder ja, die letzten Spiele der Hinrunde angefangen, dass meine Form auch besser geworden ist. Und ja, ich freue mich einfach, weil es momentan Spaß macht. Ich glaube, ich habe die Philosophie vom Trainer ganz gut verinnerlicht und das macht mir persönlich auch Spaß. Und deshalb bin ich froh, dass auch meine Formkurve in den letzten Wochen und Monaten wieder nach oben gegangen ist. Welchen Anteil hat denn Thorsten Fink daran? Und du sagst, so letzte Spiele der Hinrunde, also im Oktober kam Thorsten Fink. Du hast gesagt, die Idee habt ihr verstanden. Du bist seit 4 Jahren da, hast 5 Trainer schon miterlebt. Ist das für dich im Moment der Trainer, der für dich auch das nachvollziehbarste Konzept hat? Ja, für mich persönlich schon. Natürlich war Bruno Labbadia auch einer, der ein sehr klares Konzept hatte, das ich auch sehr gut fand. Aber gerade in den letzten paar Jahren war es so, dass es nicht so ein eindeutiges Konzept gab, wie es jetzt Thorsten Fink verfolgt. Und ich kann mich sehr anfreunden mit dem System, weil man natürlich auch versucht, viel im Ballbesitz zu sein und auch viel
spielerische Akzente zu setzen. Und ich denke auch, dass ich da meine Stärken habe. Und deshalb fühle ich mich eigentlich in dem System ganz wohl. Und auf die Frage zurückzukommen, ob er Anteil daran hat, ich glaube schon, weil er einfach auch es versteht, positiv zu sein und den Spielern auch im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Und ich bin so ein Typ, dem das sehr hilft. Und also klare Ansagen, klare Ansprache, das ist das, was du brauchst? Das auch, natürlich. Aber es ist auch wichtig, dass man dem Spieler Vertrauen gibt. Und es ist für einen Trainer nicht einfach, jeden Spieler anders zu sehen. Man muss natürlich mit jedem Spieler ein bisschen anders umgehen und wissen, wann braucht der eine das, wann braucht der andere das. Und, was brauchst du denn? Mehr Zucker oder mehr Peitsche? Ja, ist schwierig, mal so, mal so. Ich glaube, ich bin auch ein Typ, dem ab und zu mal in den Arsch treten muss. Aber es tut auch ganz gut, wenn ich Positives vom Trainer kriege. Also da muss man so ein bisschen einen Mittelweg finden und das hat er ganz gut gemacht. Und deshalb fühle ich mich eigentlich auch unter ihm als Trainer sehr, sehr wohl. Als Linksverteidiger oder Linksverteidigerin und Torhütern sagt man ja immer so nach, das sind die, die ein bisschen einen an der Klatsche haben. Warum ist das eigentlich so und trifft das auf dich zu? Also beim Torhüter kann ich es mir vorstellen noch. Also bei Torhütern trifft das zu, das kann ich nur bestätigen. Aber das stimmt gar nicht, was du sagst, als Linksverteidiger, sondern als Linksaußen. Okay, also links. Da müsstest du Marcel Janssen fragen. Mhm. Trifft es auf ihn zu? Das kann ich nicht beurteilen, das werde ich natürlich auch nicht. Aber ich würde mich jetzt nicht als völlig verrückt oder, keine Ahnung, als einen Typ bezeichnen, der einer eine Waffel hat. Ich habe natürlich auch meine Macken, wie der andere auch, aber ich würde mich jetzt nicht in die Kategorie einordnen. Wenn du schon Marcel Janssen ansprichst und deine Position, das ist ja auch was Thorsten Fink sehr wichtig ist, die Flügelspieler und auch die beiden Außenverteidiger. Das ist so sein Spiel, dass ihr auch nachrückt, mit nach vorne geht und bei dir ist es auch sehr auffällig. Gleichzeitig musst du aber auch nach hinten arbeiten und dicht machen. Ist die Anforderung auch an die Außenverteidiger größer geworden, komplexer geworden? Ja, wesentlich größer. Ich glaube, dass es mit die komplexeste Position ist mittlerweile. Im Fußball, weil es einfach, ja, weil man einfach nie genug machen kann. Ich meine, wenn man nicht 3-4 Mal oder mindestens 5 Mal im Spiel irgendeine Flanke geschlagen hat, heißt es, man hat vorne zu wenig gemacht. Wenn man hinten alle 2 Kämpfe gewinnt und vielleicht 1 oder 2 verliert, dann heißt es, man hat hinten nicht dicht gemacht. Also es ist immer so ein Hin und Her. Es ist schwierig, es jedem recht zu machen. Und man muss natürlich auch mittlerweile viel Einfluss auf den Spielaufbau nehmen. Das heißt nicht nur, dass man verteidigen muss und nach vorne laufen, sondern man hat auch spielerische Akzente zu setzen. Und deshalb ist es für mich, der ja auch schon ein bisschen im Geschäft ist, ich bin jetzt schon im 7. Jahr Profi, ist schon auch ein großer Unterschied zu erkennen, wie es jetzt ist und wie es vor ein paar Jahren noch war. Also ich glaube schon, dass es keine einfache Position ist. Was würdest du sagen? Ist es eine Position, wo man auch viel aus dem Instinkt entscheidet, viel aus dem Bauch oder auch viel nachdenken muss? Oder ist es eine Mischung aus beiden? Ja, es ist eine Mischung aus beidem, weil man natürlich oft mitten im Geschehen ist, aber auch oft weit weg vom Ball. Ich meine, wenn der Ball auf der anderen Seite ist, da muss man trotzdem immer versuchen, sich zu konzentrieren. Und man darf nicht abschalten, weil man natürlich auch in der taktischen Ordnung immer wach sein muss. Und von daher ist es wirklich sehr komplex, weil man muss jederzeit bereit sein, umzuschalten in die Offensive oder umzuschalten in die Defensive. Und das ist nicht ganz so einfach. Und bist du jemand, der viel nachdenkt? Weil nach dem Dortmund-Spiel, da warst du, glaube ich, ziemlich angefressen, verständlich auch. Bist erst mal sofort in die Kabine, nach Hause, wolltest erst mal gar nichts mehr sagen. Also nagt sowas dann auch besonders an dir oder denkst du dann auch viel nach über solche verlorenen Spiele? Ja, ich bin grundsätzlich schon ein Typ, der viel nachdenkt über alles, aber das hat nicht nur mit Fußball zu tun, sondern auch über das ganze Leben. Das ist einfach mein Naturell. Ich meine, es gibt Menschen, die machen sich weniger eine Platte über das, was passiert. Ich bin eher so ein Typ, der sich ein bisschen zu viel Gedanken macht. Gerade für das Geschäft Fußball ist das ein bisschen hinderlich. Aber gut, ich kann mich nicht mehr ändern. Ich bin so, wie ich bin und ich habe das akzeptiert. Und versuche nach wie vor daran zu arbeiten, dass ich bestimmte Sachen eben nur teilweise an mich ranlassen darf. Und das ist der Prozess, den ich schon seit Jahren gehe und den ich auch, denke ich, bis zum Ende meiner Karriere gehen muss. Was beschäftigt dich denn außerhalb des Rasens so? Ja, das, was jeden interessiert. Ich habe natürlich meine Probleme privat, auch so wie jeder andere auch.
Soll es geben. Fußballer sind ja auch Menschen. Soll es geben, dass die auch private und normale Probleme haben. So ist es. Wird ja immer so gedacht, dass man in einer heilen Welt lebt als Fußballer. So ist es natürlich nicht. Wir haben natürlich mehr Möglichkeiten wie andere Menschen in unserem Alter, aber durch unseren Status kommt natürlich auch das ein oder andere Problem hinzu, was man nicht vergessen darf. Also wir dürfen uns nicht beschweren, aber wir sind jetzt auch nicht in so einer heilen Welt, wie alle denken, sondern wir haben genauso unsere Probleme wie alle anderen auch. Probleme wollen wir gar nicht ansprechen, vielleicht mal über dein Elternhaus sprechen. Du hast ja einen nigerianischen Vater, bist aber in Deutschland aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Bezug überhaupt zur Heimat deines Vaters ist. Wurde zu Hause Kultur, afrikanische Kultur gepflegt oder Traditionen bewahrt? Wie war das zu Hause früher? Um es klar zu sagen, die Verbindung nach Nigeria ist nicht ganz so stark. Ich war erst einmal in Nigeria in Urlaub. Um auch meine Familie mal kennenzulernen, um darauf zurückzukommen, wie weit ich auch damit erzogen bin. Ich glaube schon, dass ich teilweise die afrikanische Erziehungsmaßnahmen kennengelernt habe von zu Hause, die etwas strenger ist, wie ich sie kenne jetzt aus deutschen Familien. Aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, das sage ich auch immer wieder meinem Vater. Und ich glaube auch, dass ich das selber bei meinen Kindern ähnlich machen würde. Weil es gerade in unserer Kultur, unserer in Anführungszeichen, wichtig ist, dass man einfach gerade ältere Leute und vor allem seine Eltern respektiert. Und das ist bei uns immer so gewahrt worden. Und das ist mit das Wichtigste, was meine Eltern und vor allem mein Vater mir rübergebracht hat. Und das ist bis heute noch so. Und darauf bin ich auch eigentlich stolz. Also du wärst ein strenger Vater. Noch hast du keine Kinder? Ist es mal in der Zukunft geplant? Du bist jetzt 25 geworden, ist so ein Alter, auch gerade als Fußballer, wo man schon mal drüber nachdenken kann, auch Vater zu werden. Freundin hast du? Ja, das stimmt natürlich. Ich will natürlich auch Familie haben. Und ich habe mir auch eigentlich immer fest vorgenommen, dass ich kein alter Vater sein will. Aber man kann das natürlich auch nicht planen. Es kommt so, wie es kommt. Momentan fühle ich mich noch nicht ganz bereit für ein Kind, und aber ich denke in absehbarer Zeit. Also ich will nicht warten, bis ich über 30 bin, um Vater zu werden, weil ich einfach die Verbindung zu meinem Kind einfach nicht, oder der Abstand zu meinem Kind einfach nicht zu groß sein darf, meiner Meinung nach. Und deshalb denke ich, werde ich mich in den nächsten Jahren damit beschäftigen. Aber mit deiner Freundin wohnt ihr eigentlich zusammen? Ja. Wo? In den Städten, etwas außerhalb. Ja, Apartments. Ein Haus, aber ich bin schon überall am Gucken. Ich möchte mir jetzt ein Apartment kaufen in Hamburg, und deshalb werden wir, denke ich, in absehbarer Zeit dann nochmal umziehen. Also mehr rein in die Stadt oder wo, ganz woanders? Mehr rein in die Stadt, das hat aber andere Gründe. Natürlich ist es auch wichtig, eine Immobilie zu haben, die auch einigermaßen wertstabil ist. Das ist ja nicht so unwichtig. Und von daher werden wir wahrscheinlich entweder etwas näher in die Stadt gehen oder direkt an der Elbe, mal gucken, je nachdem, was ich finde. Aber wir müssen das auch ein bisschen marktabhängig machen. Ich bin kein Typ, der gerne Geld verschenkt, und von daher möchte ich schon gucken, dass ich eine wertstabile Immobilie finde. Und, das ist eine ganz gute Idee. Und da bin ich im Moment am Suchen und hoffe, dass ich dann auch bald was finde. Nochmal, um da auf deine Freundin zurückzukommen, die ist ja zumindest ein bisschen bekannt. Musikalisch, bist du eigentlich auch musikalisch? Färbt das ab? Ich bin, glaube ich, musikalischer als sie. das sagen wir ihr nicht, hoffentlich ja, besser nicht zu. Nein. Kannst du singen? Tanzen? Nein, singen kann ich weiß nicht. Weiß ich, dass du tanzen kannst, weiß ich, das habe ich schon gesehen. Aber ich singe natürlich, ich glaube, das können alle Mitspieler bestätigen. Ich singe irgendwie den ganzen Tag irgendeinen Scheiß. Ist das dann? Was singst du? Ich nehme immer aktuelle Lieder. Keine Ahnung. Jetzt Schatz. Momentan singe ich immer dieses Nossa Nossa. Ja. Kannst du auch Tanz dazu schon? Den kann ich, ja. Nein. Aber den führe ich nicht vor. Musst du nicht. Nein, ich singe dann eben irgendwas und tanze immer irgendwie komisch in der Gegend rum. Also ich habe schon viel Bezug zur Musik. Und das war aber auch schon immer so. Ich glaube, das habe ich auch mitbekommen von meinem Vater damals, als es immer Hauspartys gab mit den ganzen Afrikanern. Da war die Hütte immer voll und dann haben alle immer getanzt. Können sich auch ganz gut bewegen, ne? Das ist schon
Ja. Und ich glaube, das hat mich geprägt. Ja, das hat ein bisschen abgefärbt. Also von daher passt das ganz gut. Außer Nossa Nossa, was hörst du noch für Musik? Eigentlich alles. Ich bin so, ich kenne jedes Lied und ich mag irgendwie auch jedes Lied so auf seine Weise, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin. Schlager, Klassik. Nein, das eher nicht so. Aber da kommt man auch nicht mehr drum rum, wenn man auf irgendeiner, keine Ahnung, wenn man auf irgendeiner Strandparty ist oder irgendso, dann kommt man um so eine Musik auch nicht drum rum. Da muss man zwar ein bisschen mehr trinken, damit man das ertragen kann, aber dann ist es auch okay. Zum Mitgrölen ist es ganz super. Aber normalerweise höre ich eher so ja, Black Music oder wenn ich feiern gehe, ist immer vom Alkoholpegel abhängig. Dann höre ich auch mal gern House, je nachdem. Was machst du denn sonst noch? Gehst du essen gerne? Gehst du viel essen raus oder kochst sehr du gerne selber? Eigentlich auch zu viel. Ich bin ein leidenschaftlicher Esser, das wird dir auch jeder bestätigen können. Ja, ich gehe gerne mit Freunden raus. Das macht mir unglaublich Spaß, wenn viele Leute zusammen sind. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, knapp 4 Jahre in einem Fußballinternat. Da war ich immer mit Jungs zusammen und wir haben immer was zusammen unternommen. Und das ist was mir immer noch nach wie vor Spaß macht. Und ja, das mache ich auch aber heute Aber Mädels noch. Sind auch erlaubt? Oder? Du sagst mit den Jungs, wart ihr immer viel unterwegs oder ist das dann eher getrennt? Machst du viel so Jungsrunden? Ja, natürlich ist man auch mal zusammen mit Freundinnen unterwegs. Pärchenabende gibt es auch. Spieleabende? Naja, das eher weniger, aber die gibt es mit Sicherheit auch. Und das macht auch Spaß. Aber ja, ich genieße auch die Runden, wenn man mit seinen Jungs unterwegs ist und einfach ein bisschen blödes Zeug quatschen kann und was essen. Und ja, ich fühle mich eigentlich immer wohl, wenn ich in Gesellschaft bin. Und ja, das bin ich eigentlich auch hauptsächlich. Sind denn, mit denen du unterwegs bist, sind das auch Freunde außerhalb des Fußballs oder sind die meisten, haben die doch irgendwas mit Fußball zu tun? Es sind auch Freunde von außerhalb dabei, auch relativ viele, die ich natürlich über den Fußball kennengelernt habe, aber die nichts mit Fußball zu tun haben und das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, wenn man nur mit Fußball oder nur mit Leuten aus dem Umfeld Fußball zu tun hat, dann ist das nicht ganz förderlich. Man muss auch wissen, wie das normale Leben funktioniert und auch mal ein paar Probleme hören, vielleicht die nichts mit dem Leben Fußball zu tun haben, sondern das, was ganz normale Leute in Anführungszeichen, wir sind auch normale Leute, aber was die einfach auch zu erzählen haben. Und das ist auch wichtig, dass man sich mit solchen Leuten austauscht. Mannschaftskollegen, mit wem machst du da was? Ich glaube, du bist auch viel zusammen mit den sogenannten Führungsspielern, mit den älteren Spielern. Sieht dich viel mit Heiko Westermann zusammen, mit Nan Petritsch, Drobo, auch so in jungen Jahren. Und das ist man ja eigentlich mit 25 noch, übernimmst du ja schon sehr viel Verantwortung. Ist das so auch der Kreis, mit dem du auch außerhalb was machst? Es stimmt natürlich, dass ich viel mit Heiko unterwegs bin. Wir sind auch zusammen auf dem Zimmer. Und er ist auch so ein Typ, der sich viel Gedanken macht über das Ganze, was hier passiert und was man verbessern kann. Und deshalb passt das ganz gut. Und mit ihm mache ich auch das eine oder andere Mal privat was. Aber ich habe auch viel mit den jungen Spielern zu tun. Ich bin mit Robert Tesche, gerade auch, weil die Freundinnen sich gut verstehen. Oder mit Holger Aslan oder mit Thomas Rinkon bin ich auch öfters. Oder mit Goiko. Also man sieht, wir sind eigentlich jeder mit jedem so ein bisschen. Und ich bin sowieso ein Typ, der eigentlich mit jedem klarkommt. Also ich gehöre jetzt nicht zu einer bestimmten Gruppierung. Ein Wort noch zum Schluss, wie du Fußballspieler geworden bist. Du kommst ja aus der Freiburger Fußballschule. Was ist das eigentlich ganz genau? Die wurde vor, glaube ich, gut 10 Jahren oder so gegründet. Was heißt das? Was macht diese Freiburger Fußballschule aus? Ich war natürlich in dem Internat. Das ist ein Teil der Fußballschule. Sie haben einfach ein Objekt entwickelt, wo sich alle Jugendeinheiten treffen und die werden dann auch von überall abgeholt, je nachdem im Umkreis und haben da einfach die Möglichkeit auch außerhalb von Mannschaftstraining Fußball zu trainieren, indem sie einfach Zusatzeinheiten mit den Trainern dort haben und haben Möglichkeiten auch in der Schule unterstützt zu werden und dazu gibt es eben das Internat auch noch, wo ich gelebt habe, wo ich mit einem auf dem Zimmer lag und man hatte eigentlich Tag und Nacht die Möglichkeit zu trainieren oder auch, wir hatten eine Halle im Internat, wo wir dann auch in der Halle gespielt haben und wurden auch in der Schule betreut und also für mich war das eine unheimlich schöne Zeit und
ja, es war auch eine wichtige Phase für mich in meinem Leben und ich glaube auch, dass ich ohne die Fußballschule Freiburg auch nicht Profi geworden wäre. Was ist denn für dich Heimat? Ist es Karlsruhe? Ist es Freiburg? Ist es Hamburg? Gibt es irgendeinen Ort, wo du später gerne mal zurückkehren möchtest? Also das verschiebt sich immer ein bisschen. Bis vor knapp einem Jahr habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall wieder zurück nach Karlsruhe. Jetzt mittlerweile bin ich schon fast ein Hamburger. Umso mehr ich hier bin, desto hässlicher finde ich Karlsruhe eigentlich. Das stimmt übrigens auch. Was man also früher war es immer, so, Heimat ist Heimat und ich will auf jeden Fall zurück. Das ist immer auch mit Erinnerungen verbunden. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mir auf jeden Fall aktuell am besten vorstellen kann, dass ich hier in Hamburg lebe nach meiner Karriere. Aber ich kann mir auch vorstellen, irgendwie ins Ausland zu gehen und einfach auch ein bisschen weiter südlich zu gehen, weil ich einfach gerne Sonne habe und schönes Wetter. Also, sind wir nicht ganz so verwöhnt hier? Ja, das stimmt. Bei minus 28 Grad ungefähr gefühlt gerade draußen. Und das ist auch das einzige Kriterium, warum ich noch an eine andere Stadt denken würde. Das ist das Wetter. Ansonsten, wenn Hamburg jetzt, sagen wir mal, in der Lage von München oder Freiburg wäre, dann wäre ich mir zu 1000% sicher, dass ich in Hamburg bleiben will. In Karlsruhe spricht man da Badisch? Hat man, ja, ne? Aber den Dialekt hast du gar nicht. Da kannst du so Badensisch blabbern, ja, und doch. So. Wie heißt das? Nee, kann das nicht. Kannst du das? Ich kann das aber nur, wenn ich dann ein, zwei Tage zu Hause bin. Wenn ich dann zurückkomme, dann sagt jeder zu mir, wie redest du eigentlich? Und ja, aber so auf Knopfdruck kann ich das auch nicht. Obwohl viele sagen, wenn ich das Telefon abnehme und ich telefoniere mit meinen Eltern oder meinen Brüdern, dann rede ich auch sofort wieder Dialekt. Aber ich bin ganz froh, dass ich ihn einigermaßen rausgekriegt habe. Hört man eigentlich gar nicht mehr. Vielen Dank, Dennis. Vielleicht letzte Frage noch. Die Bayern kommen hierher. Vor Dortmund habt ihr euch auch so viel vorgenommen. Jetzt ist es zum Glück gut gegangen gegen Hertha. Wird nicht ganz einfach, das Spiel. Trotzdem sagt Thorsten Fink, warum nicht? Am schlechten Tag kann man auch die Bayern schlagen. Siehst du es ähnlich? Ja, hat er natürlich recht. Wir haben natürlich gesehen, dass wir noch nicht auf Augenhöhe sind mit den Mannschaften, die da oben stehen. Das hat uns Dortmund, glaube ich, auch gezeigt und gelehrt. Nach wie vor wissen wir natürlich, dass im Fußball alles möglich ist. Und in 90 Minuten kann jeder jeden schlagen. Das ist nun mal so, gerade in der Bundesliga. Und die Chance müssen wir uns bewahren. Und so müssen wir auch ins Spiel gehen. Also wir dürfen auf keinen Fall Angst haben. Müssen an unsere Chance glauben. Aber Fakt ist natürlich auch, dass Bayern München Favorit ist. Und jetzt haben wir Bayern auch noch einen wunderschönen Rasen hingelegt. Damit bist du nicht so ganz einverstanden. Damit sie sich hier auch noch sehr wohlfühlen. Hätte mir gewünscht, der Rasen wäre noch drin geblieben bis nach dem Bayern-Spiel. Lieber aber auf dem Acker gespielt. Also jeder Fußballer spielt gerne auf einem guten Platz, selbstverständlich. Aber da hätten wir auch noch eine Woche warten können. Gut, faire Bedingungen für beide Mannschaften. Mal schauen, wie es ausgeht. Und ja, das war's. Vielen Dank, Dennis Aogo. Und Sie, liebe HSV-Fans, haben jetzt mal gehört, wer eigentlich der größte Sänger in der Mannschaft ist. Das ist seit heute klargestellt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum Kabinengespräch mit neuen intimen Erkenntnissen von dem nächsten Spieler. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut.